Es ist ein historischer Moment. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA sitzt ein früherer Präsident der Vereinigten Staaten bei einem Strafprozess auf der Anklagebank. Und wenn es ganz schlecht läuft für Donald Trump, dann muss er wegen der Vorwürfe rund um die mutmaßlichen Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels sogar ins Gefängnis. Es gibt noch mehr Anklagen gegen Trump, aber es könnte gut sein, dass keiner der anderen Prozesse vor der Wahl im November losgeht. Also schon was Besonderes, was da gerade in New York City abgeht, denn Trump möchte ja im November auch immerhin wieder Präsident werden. Über den Prozess, der seit gestern richtig läuft, spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Korrespondentin Sophia Dreisbach. Und da man sich in diesen Momenten immer wieder fragt, wie können so viele Amerikaner diesen Mann, der so viel Dreck am Stecken hat, immer noch so verehren und lieben, wollen wir dieser Frage heute mal näher auf den Grund gehen. Mit einem Blick durch die Lupe sozusagen, denn unser Politik-Nachrichtenchef und langjähriger Washington-Korrespondent Andreas Ross, der war für eine Reportage in Florida unterwegs und erzählt uns hier im Podcast von seinem spannenden Einblick in die Welt der Trumpisten. Ich kann Ihnen nur schon mal sagen, von Unterwanderung einer Klinik bis zu Schießtraining für Fünfjährige ist alles dabei. Heute ist Dienstag, der 23. April. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Jenny Brückner und Michael Götz. Vielen Dank an die beiden. Ich bin Katrin Jakob und ich freue mich, dass Sie dabei sind. This is a Biden witch hunt to keep me off the campaign trail. Ja, eine Hexenjagd von Joe Biden, um ihn, Trump, vom Wahlkampf fernzuhalten. So kennen wir Donald Trump, das hat er den Menschen gestern vor dem Gericht in New York zugerufen. Gestern ging sein erster Strafprozess also so richtig los mit den Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Letzte Woche war der offizielle Startschuss, da waren aber erstmal nur die Geschworenen ernannt worden. Bei mir in der Leitung ist Sophia Dreisbach, unsere Washington-Korrespondentin, die den Prozess für uns begleitet. Hallo Sophia. Hallo liebe Katrin. Ja Sophia, der Prozess findet hinter verschlossenen Türen statt. Das heißt, du bist auch nicht selbst dort vor Ort. Aber wir wissen, Trump ist im Gerichtssaal und seine Hexenjagdvorwürfe in die Mikros auf dem Weg ins Gericht, die haben wir ja auch schon gehört. Was hört man sonst? Wie verhält er sich? Also grundsätzlich versucht Trump, diesen Prozess schon wahnsinnig zu seiner Bühne zu machen. Er ist im Gerichtssaal, muss man sagen, bislang auffällig zurückhaltend. Also es hat bei vorangegangenen Prozessen diese Momente gegeben, wo er irgendwie einmal rausstürmte und so. Bislang ist das nicht passiert. Aber zum Beispiel gestern hat er den Prozess verlassen und seinen einen Zeugen, den früheren Anwalt Michael Cohen, gleich mal als Lügner bezeichnet und wird dafür heute vielleicht gleich zu $3,000 Strafe verurteilt, weil er sich nicht über Zeugen äußern darf. Insofern vollkommene Zurückhaltung übt er auch diesmal nicht. Na, das kann er wahrscheinlich gar nicht. Gestern wurden ja dann die Auftaktplädoyers gehalten. Gab es da was Überraschendes? Es war insofern nicht sonderlich überraschend, als dass seine Anwälte natürlich sagen, es hat hier kein Verbrechen gegeben. Das sind Schecks, die er nur unterzeichnet hat und er habe nichts falsch gemacht. Aber spannend war, wie die Staatsanwaltschaft versucht, ihren Fall zu konstruieren. Denn die sagen nicht nur, dass es um diese Schecks geht, um die Rückzahlung und damit eine Beeinflussung der Wahl, sondern die haben da eine quasi ganze Verschwörungsgeschichte drumherum konstruiert, mit der sie versuchen, den Fall zu untermauern. Okay, dann geht es also nicht mehr nur um Rückzahlung von Schweigegeld, sondern um eine komplette Verschwörung zur Wahlmanipulation sozusagen, ne? Genau, das ist zumindest das Bild, was sie zeichnen wollen. Und damit können sie dann bequemerweise auch nochmal die vielen kleinen Fehltritte und auch die moralischen Fragen dieser möglichen Affären und so weiter erzählen, indem sie das sozusagen als die große Geschichte einbinden. Weil bei dem ganzen Lärm oft der eigentliche Vorwurf ja so ein bisschen untergeht, könntest du uns einmal kurz zusammenfassen, worum es genau geht in dem Prozess? Schweigegeldzahlung an eine Ex-Porno-Darstellerin, das greift ja eben, wie wir gerade schon ein bisschen angedeutet haben, zu kurz. Aber vielleicht fasst du es einmal zusammen. Genau, also es hat 2006 diese angebliche Affäre gegeben mit Stormy Daniels, der Pornodarstellerin. Und dann hat es noch eine weitere Zahlung gegeben an eine Frau, die ehemaliges Playboy-Model ist, in den Jahren darauf. Und man hat damals im Wahlkampf 2015 haben Trump und seine Anhänger, seine
Mitarbeiter versucht, alle schlechten Geschichten zu unterdrücken. Mhm. Und in diesem einen Fall geht es um die $130,000 für Stormy Daniels, die eben erst sein Anwalt Michael Cohen vorgeschossen haben soll und die dann von Trump zurückgezahlt wurden, allerdings als Rechtskosten verbucht wurden. Und die Staatsanwaltschaft sagt, das ist der Schritt, in dem er das Ganze zur Wahlbeeinflussung benutzen wollte, weil die Fälschung dieser Geschäftsunterlagen alleine ist nur ein Vergehen in New York. Das wäre nicht das Problem. Okay, jetzt geht's heute direkt weiter. Was steht denn da an? Heute ist nochmal der Zeuge David Packer zu hören, der auch gleich entscheidend ist in der Geschichte sowohl der Staatsanwaltschaft als auch der Verteidigung. Denn er ist der Herausgeber des National Enquirer, mit dem er damals quasi diesen, wie die Staatsanwaltschaft sagt, Komplott geschmiedet hat, um alle böse Presse von ihm fernzuhalten. Ah ja, okay. Wie viele Prozesstage sind denn insgesamt angesetzt? Also bislang heißt es, es sind 6 bis 8 Wochen. Es sind in der Regel 4 Prozesstage pro Woche. Also das Ganze wird noch für viele Wochen gehen. Und was denkst du, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit wirklich, dass Trump in diesem Fall hinter Gitter muss? Man muss sagen, es ist eher unwahrscheinlich. Also erstmal wäre sozusagen ein Ersttäter zum ersten Mal verurteilt, dass dann gleich eine hohe Haftstrafe kommt, ist unwahrscheinlich. Es würde vielleicht eher in einer Bewährung enden. Und insofern geht man eher nicht davon aus, dass das passiert. Was könnte ihm sonst drohen? Ich meine, da kommen ja auch noch ein paar andere Prozesse, ne? Also dann ist er nicht mehr nur Einzel- oder Ersttäter. Ja, die große Frage ist natürlich, wie das Ganze aussehen wird, weil das ja vermutlich der einzige Prozess ist, der dann wirklich vor der Wahl im November beginnt. Aber man muss eben auch sagen, bei seinen Anhängern hat ihm das im Moment noch überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, die gehen voll mit bei seiner Erzählung, dass er das Opfer einer politisierten Justiz ist und stören sich nicht weiter daran. Das dürfte sich auch nicht groß ändern, wenn er dann tatsächlich verurteilt wird. Seiner Kandidatur als Präsident würde das auch nicht schaden. Er könnte trotzdem trotz einer Verurteilung ins Weiße Haus einziehen, oder? Genau, also käme es hart auf hart, wäre auch das kein Problem. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ein paar Wechselwähler, die sagen, okay, also wenn er dann ins Gefängnis müsste, dann wäre uns das doch den Schritt zu weit, dann würden wir ihm unsere Stimme nicht mehr geben. Aber rechtlich dürfte er das? Dürfte er Präsident werden? Ja, rechtlich gibt es daran kein Hindernis. Es gibt nichts, keine Regel, die besagt, dass ein Präsident nicht theoretisch auch aus der Haft regieren könnte. Das ist schon ein bisschen verrückt, aber gut, das ist alles ein bisschen verrückt. Sophia, du beobachtest das alles weiter für uns, du bist auch heute wieder mit dabei und die Hörerinnen und Hörer können auch auf FAZ.net und in der Zeitung weiter über den Prozess und über die Prozesse lesen. Ich danke dir ganz herzlich für die Einschätzung. Gerne, liebe Katrin. Ja, wenn man sich das so anhört, stellt man sich hier bei uns in Deutschland ja immer wieder die Frage, wie kann ein Typ, der angeklagt ist, der mehrere Prozesse am Hals hat, noch immer von so vielen Leuten geliebt werden? Die Frage, die haben wir oft diskutiert, auch hier im Podcast und auch mit Andreas Ross, unserem Politik-Nachrichtenchef und früheren Washington-Korrespondenten. Und Andreas ist vor kurzem in die USA gefahren und hat eine Geschichte in Florida recherchiert, die uns da ein paar Antworten liefert. Ein Ausschnitt, der zeigt, wie die Menschen in den USA so ticken. Und von dieser Recherche, da wird er uns jetzt erzählen. Hallo Andreas. Hallo Kathi. Andreas, wie kamst du auf Florida, auf Sarasota? Warum bist du da hingefahren? Ja, Sarasota ist an der Golfküste in Florida und Florida ist auf jeden Fall ein guter Ort, schon mal, wenn man dem Trumpismus auf die Schliche kommen möchte. Es gibt ihn dort in Reinform, vielleicht auch in einer besonders übersteigerten Form. Florida hat eh so einen Ruf, alles noch ein bisschen doller immer zu machen. Florida ist auch ein Hub von Verschwörungsmythikern, Verschwörungstheoretikern und sicherlich auch vielen unserer Hörer hier schon bekannt als ein besonders lebhafter Schlachtplatz des großen amerikanischen Kulturkampfs. Wir haben immer mal wieder das bei den Schulen berichtet, wie dort, wenn Schoolboards gewählt werden, auf einmal wirklich die Seiten gegeneinander aufgehetzt wird, wie Riesensummen in Wahlkämpfe geflossen sind. Und ich war total fasziniert zu hören, dass es das nicht nur mit Schulen gibt, dass also so eine lokale Wahl auf einmal von Interessengruppen durch Geld zu einem ganz großen politischen Grundsatzkampf gemacht wird, sondern dass es in Sarasota ein Krankenhaus gibt, das auch einen öffentlich gewählten Aufsichtsrat hat, in direkter Wahl, gleichzeitig mit der Präsidentenwahl oder den Kongresswahlen. Und dass dort eine Gruppe von, viele würden sagen, Extremisten angefangen hat, diesen Aufsichtsrat aufzumischen, sich da einfach reinwählen zu lassen, dass das gelungen ist
Und das fand ich eine ziemlich faszinierende Geschichte. Was ist da genau los an dem Krankenhaus? Das hat ja auch mit der Pandemie zu tun, ne? Klar, das hat absolut mit der Pandemie zu tun. Oder jetzt aus der Sicht von jemandem, der eine rechte Bewegung machen will. Die Pandemie hat eine Gelegenheit geboten, Anti-Eliten-Verdruss zu melken. Und da ist natürlich so eine öffentliche Wahl zum Aufsichtsrat des Krankenhauses ein gefundenes Fressen für Leute, die irgendwie Emotionen anstacheln wollen und daraus politisches Kapital schlagen. Und hier geht es also wirklich, um mal einen deutschen Begriff zu benutzen, letztlich um so Querdenker, also Maßnahmengegner, Maskengegner, Impfgegner oder alles, was so dazwischen ist. Und eben diese kuriose Situation, das gibt's auch in den USA nur noch ganz selten, dass ein direkt gewählter Aufsichtsrat einer Klinik da ist. Und der besteht aus 9 Leuten in Sarasota. Und 3 von denen sind schon seit der vorigen Wahl 2022 sozusagen aus dem Querdenkerlager. Also Leute, die es falsch fanden, dass in der Pandemie Impfpflichten oder Impfungen empfohlen wurden, die zu denen gehören, die gesagt haben, Krankenhäuser wurden zu Gefängnissen für Patienten wegen Isolationsgeschichten oder auch, weil Besucher vielleicht nicht kommen durften. Und Leuten vor allem, die sagen, ich will medizinische Freiheit. Und medizinische Freiheit heißt für mich, wenn ich finde, dass ein Pferdeentwurmungsmittel am besten hilft gegen die Pandemie, weil das in meinem sozialen Netzwerk alle sagen, dann muss gefälligst der Chefarzt mir das spritzen. Es geht nicht, dass der sich auf irgendwelche Studien beruft und dann einfach das macht, was irgendwie die Wissenschaft herausgefunden hat. Und 3 Leute, die grob so denken, sind jetzt immerhin schon im Aufsichtsrat dieser Klinik. Und das vielleicht noch dazu zu sagen, das ist ja kein kleines Provinzkrankenhaus. Wir reden von einem Krankenhaus mit einem Jahresumsatz von ungefähr 1,5 Milliarden Dollar. Ich glaube, die haben 12 Standorte ungefähr in dem Landkreis, machen pro Jahr fast 30.000 Operationen. Also das ist hier keine kleine Geschichte. Und du hast Trump Hudson getroffen und der sitzt ja schon länger im Aufsichtsrat. Der hat ja dann auch erzählt, wie das da gelaufen ist, was da passiert ist. Das muss ja wirklich, müssen ja wilde Szenen gewesen sein, als es da um den Aufsichtsrat ging, oder? Ja, genau. Es war zunächst mal gar nicht so einfach, jemanden überhaupt noch vom Krankenhaus zu finden. Also sozusagen jemand von der alten Garde, die darüber reden wollten, weil die natürlich gar kein Interesse haben, dass über ihr Krankenhaus nur noch geschrieben wird, dass die verrückten Querdenker es gerade unterwandern. Aber die Gefahr ist nun mal da und Trump Hudson, der war Vorsitzender dieses Aufsichtsrats zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert ist und er hat sich dann mit mir getroffen. Ja, was war da los? Ärzte haben Todesdrohungen bekommen. Meine Mutter würde noch leben, wenn du ihm das zum Beispiel Pferdeentwurmungsmittel gespritzt hättest oder so. Solche Dinge. Trump hat mir erzählt, er hat so ein bisschen, ein ganz lustiger Mensch, älterer Herr, hat auf sein weißes Haar gezeigt und gesagt, die früher sahen alle so aus wie ich. Das waren so Honoratioren aus der Stadt. Trump Hudson ist Bankier. Und er sagte, niemand hat sich um uns gekümmert. Und auch wenn dieser Aufsichtsrat öffentlich getagt hat, ist da niemand hingegangen. Das war plötzlich anders. Da kamen Leute aus ganz Amerika nach Sarasota, weil es so ein Forum nicht anderswo gab. Bekannte, ich sag nochmal, Querdenker oder eben Impfgegner oder so, die da ihre Reden geschwungen haben. Dazwischen aber eben auch besorgte Bürger, ist ja klar, kennen wir ja auch aus Deutschland. Diese Pandemie hat ja nun wirklich niemanden kalt gelassen. Oh, da gab es herzzerreißende Geschichten. Andreas, das war eines der schlimmsten Dinge, die wir je getan haben. Und das war, weil wir wirklich nicht wussten, wie sich die Krankheit auswirkt und wie sie übertragen wird. Wir schlossen das Krankenhaus ab. Also es gab eine Zeit, in der Angehörige nicht ins Krankenhaus kommen konnten, um ihre Lieben zu besuchen. Ja gut, diese Geschichten kennen wir tatsächlich auch von hier, aber da hat es ja dazu geführt, dass es eben sich jetzt alles ändert. Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Was erwartet er da? Noch hat sich nicht so viel geändert. Sie haben eben 3 von 9 Aufsichtsräten, ja, aber jetzt im November wird wieder gewählt. Dann ist die Frage, ob sie vielleicht eine Mehrheit kriegen, 2 mehr. Und diese Leute wären in der Mehrheit. Und natürlich habe ich Trump Hudson auch gefragt, was dann passieren könnte. Well, I think it would be highly disruptive. Nun, ich denke, es wäre sehr störend für den Betrieb des Krankenhauses. Und wissen Sie, ich schätze, im schlimmsten Fall könnten Sie dafür stimmen, den Geschäftsführer zu feuern und jemanden einzustellen, der Ihrer Philosophie oder Ihren Ansichten über die Gesundheitsfürsorge eher zugeneigt ist.
views on healthcare. Im Kleinen kann man ja diese Entwicklung, die da gerade in der Klinik läuft, ja schon in einer Hausarztpraxis besichtigen. Was ist das für eine Praxis? Die hast du auch besucht auf deiner Recherchereise. Ja, das ist sozusagen, da ist das schon zum Angucken. Das ist die We the People Health and Wellness Center. Vor wenigen Monaten hat die eröffnet, ganz schicke Hausarztpraxis letztlich. Man kam dort mit seinem Versicherungskärtchen nicht sehr weit. Man muss Mitglied werden dort. Es ist eine Klinik, die lustigerweise mit dem Slogan wirbt, alle Ärzte, die hier arbeiten, wurden anderswo gefeuert. Okay. Du und ich würden vielleicht sagen, das ist vielleicht nicht mein bevorzugter Arzt, aber dort für Leute, die hinter jedem Arzt nur eine Elite, ein Establishment sehen, ist das tatsächlich sozusagen ein Unique Selling Point, ein Alleinstellungsmerkmal. Und Leute gehen dahin, die sagen, lässt sich nicht überprüfen, aber die sagen, die hätten in den ersten 3 Monaten schon irgendwie an die 500 Patienten aufgenommen, die also durchaus stattliche monatliche Gebühren da bezahlen müssen, um dort behandelt zu werden. Von Ärzten, die eben zum Beispiel auch ganz klar sagen, Ivermectin ist das Mittel der Wahl gegen eine Corona-Infektion. Das ist dieses Pferdeentwurmungsmittel, ne? Ganz genau. Ja, also ich glaube, ja, das wird durchaus auch gegen Parasiten bei Menschen eingesetzt. Okay. Es kommt so ein bisschen aus der Tiermedizin. Ja. Wurde teilweise auch da in absurden Dosen verabreicht von Ärzten, die den Spaß mitgemacht haben. Ich bin ja nicht der Mediziner und möchte das nicht letztendlich einordnen. Jedenfalls gibt es viele Studien, die immer wieder bewiesen haben, nein, dieser Effekt ist einfach nicht vorhanden, der dort behauptet wird. Mhm. Und diese medizinische Freiheit, ja, ich werde ja wohl selber wissen, was man mir zu spritzen hat, die ist da so das Leitmotiv. Diese Praxis ist ganz patriotisch, also dieses We the People, das sind ja die ersten 3 Worte der amerikanischen Verfassung. Das Logo der Praxis hat diesen Schriftzug, den alle amerikanischen Schulkinder kennen, weil es halt sozusagen der Originalschriftzug aus der Verfassung ist. Mhm. Also es ist sozusagen eine patriotische Freiheitspraxis, wo unser einer sagen würde, die Wissenschaft nicht viel zählt, die sehen das ganz anders. Und du hast auch mit der Co-Chefin gesprochen, Tanya Paris. Passt sie da auch rein in dieses ganze Gefüge? Nein, die ist die treibende Kraft hinter dieser Praxis gewesen. Sie ist die Mitbegründerin und auch sie ist ein gutes Beispiel für die Politisierung von Menschen in der Pandemie. Also so wie sie ihre Geschichte erzählt, hatte sie mit Politik gar nichts am Hut. Und auch Medizin nicht viel, außer dass sie irgendwann mal zur Sanitäterin ausgebildet war, aber dann eigentlich also als Projektmanagerin, also hatte gar nichts damit zu tun. Die waren ganz kurz als Familie mit 3 ganz kleinen Jungs, ganz kurz vor Ausbruch der Pandemie nach Florida gezogen. Sie sagte, weil wir dachten, die Schulen wären hier so gut, und waren dann wie so viele andere einfach schockiert von diesen Maßnahmen. Sie hielt die Maskenpflicht für Kinder für absolut bescheuert. Da kann sie Stunden drüber schimpfen, wie kleine Jungs doch sowieso die Maske immer noch in die Ecke schmeißen würden und dann wieder auf den Mund tun und man da am Ende mehr Keimen ausgesetzt ist. Und es ist also sehr schnell so eine Bereitschaft gewachsen zu glauben, das ist ein Plan, man will uns maskieren, man will uns mundtot machen. Und insofern ist sie da auf so eine, ja, mit anderen empörten Eltern hat sie sich da, glaube ich, in so einen Wahn begeben. Und dann hatte sie Gelegenheit, mit Gleichgesinnten so ein Event zu veranstalten, wo man hingehen konnte, wenn man einen Maskenattest haben wollte. Ah, okay. Und da sind dann tausende Menschen gewesen und die haben das also wohl alles, die hatten dann da Ärzte und sie als Sanitäterin hat noch den Blutdruck getestet und so bei allen. Also die haben dann alle Formulare ausgefüllt, sagen also, sie hätten das alles schon sehr, sehr anständig gemacht und haben also an einem Tag irgendwie tausenden Menschen Maskenatteste ausgestellt. Und spätestens danach war sie so drin, dass sie dann irgendwie so eine Go-To-Person war. Man merkt ja das auch an, das ist so eine Frau, kann man sich super vorstellen, wenn die zu den Eltern an deiner Schule gehört, dass das so eine ist, die alle was fragen. Mhm. Ja. Und sie war dann diejenige, die auf einmal von allen Menschen, die irgendeine Corona-Sorge hatten, keine Ahnung, kannst du an der Schule nicht was machen? Meine Mutter liegt im Krankenhaus und ich kann sie nicht besuchen. Kannst du helfen? Kennst du einen Arzt? Und so ist sie ganz tief in dieses Thema reingekommen. Und sie sagte mir, die Menschen, die sie getroffen hat, im Zuge dessen, die hatten so wenig Respekt vor Ärzten mehr oder geradezu Angst oder fühlten sich einfach von denen so unterdrückt,
dass die sich auch für Sachen, die mit Corona gar nichts zu tun hatten, nicht mehr zu Ärzten hintrauten, sondern irgendwie lieber ihre Bauchschmerzen aushielten, weil sie die Ärzte eben nur noch als Gegner empfunden haben. Sie haben den Ärzten nicht getraut. Sie sind wie gelähmt. Sie sind besorgt. Es gibt Angst, und zwar auf beiden Seiten. Angst um das Virus und Angst um die Menschen, die das Virus nicht für so schlimm hielten. Und so bekam ich zu diesem Zeitpunkt ununterbrochen Anrufe. Also sagte ich Vic immer wieder, dass wir eine Klinik brauchen. Wir brauchen einen Ort, an den die Patienten gehen können, an dem sie das Gefühl haben, dass sie sie selbst sein können und niemand sie verurteilt. Und das ist es, was das hier ist. Genau das ist diese Klinik. That's what this clinic is. Diese Events, die haben ja stattgefunden in The Hollow und sie hat jetzt Vic Mello erwähnt. Und das ist der Mann, der ja auch eine ganz bedeutende Rolle in dieser ganzen Geschichte spielt. Erzähl mal, wer ist das? Ja, also Vic Mello ist eine ganz zentrale Figur in der Tat. Er ist der Mann mit dem Geld in dieser Geschichte. Aber ich, auch wenn ich selbst eine Weile gebraucht habe, es so chronologisch zu verstehen, kann ich ja mal versuchen, vorne anzufangen. Also der war mal Marineinfanterist, übrigens als Sprengstoffhundführer auch zuständig für den Präsidentenhubschrauber und ist mit dem älteren George Bush da schon durch die Lande gezogen. Also da war er mal ganz schön nah dran an der Macht. Mhm. Ist dann offenbar wirklich als Bauarbeiter, also sagt, er hätte auf dem Bau gearbeitet am Anfang in Florida nach seiner Zeit bei den Marines. Ist ein stämmiger Typ, also man wird es ihm auch sofort abnehmen. Allerlei Tätowierungen, kurze Haare. Und hat dann irgendwann Erfolg gehabt als Unternehmer im Betonbusiness. Also der Mann, wenn du den siehst, denkst du auch, ja, Betonbusiness, das passt irgendwie. Und hat, auch davon verstehe ich ehrlich gesagt nicht viel, mit hohlen, großen Betonfertigteilen offenbar ein kleines Vermögen gemacht, die er verkauft hat. Mit Politik, das hat er mir ein ums andere Mal versichert, hat er sein Leben nichts zu tun gehabt, also außer, dass er irgendwie dafür gesorgt hat, dass kein Sprengstoff an George Bushs Hubschrauber drin war, bis Donald Trump Präsident wurde. Und noch das hat ihn, glaube ich, gar nicht so fasziniert, aber den fand er irgendwie gut. Und dann begann ja das, was vor allem damals The Resistance genannt wurde, dieses tägliche auf Trump und seinen Wählern einhacken. Mhm. Und da konnte der sich, da hat er sich richtig in Rage geredet. Die wollten den immer nur fertig machen, immer nur fertig machen. Und da, sagt er, hätte er da gesessen und gesagt, ich muss etwas tun, aber was kann ich tun? Und dann hat er gesagt, aber Politik ist einfach nichts für mich. Und dann fiel ihm ein, womit er sich auskennt, nämlich mit Waffen. Being a Marine, I knew. Als Marinesoldat kannte ich mich mit Schusswaffen aus. Ich kannte mich mit Waffensicherheit aus. Ich kannte diesen Teil der Materie. Das ist also meine kleine Nische. Das ist das, was ich kann. Und ich werde diesen Campingplatz für Kinder mit Klassenzimmern bauen. Wir werden ihnen die Verfassung beibringen, wenn sie hier draußen sind. Und sie werden Waffensicherheit lernen. Und wir haben Schießstände. Also werden wir sie auch im Umgang mit Feuerwaffen ausbilden. Okay, was meint er denn jetzt damit, den Kindern die Verfassung beibringen? Ja, auf einem Campground, ne? Klingt eigentlich toll. Beziehungsweise die meisten Kinder, die wir, denen wir vorschlagen wollen, möchtet ihr die Verfassung lernen. Die würden wahrscheinlich sich bedanken. Ich glaube, die Verfassung in den Augen von Vic Mello ist weitgehend reduziert auf den zweiten Verfassungszusatz, das berühmte Second Amendment, in dem es heißt, dass der Bürger bewaffnet sein darf. Und wenn er also sagt, er will Kindern die Verfassung beibringen, dann will er Kindern Schießen beibringen. Und ich habe dann bang gefragt, was, schon Elfjährigen oder so? Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, nee, ab 5. Und er hat also diesen fantastischen Park, er hatte dieses Land, das ist wirklich in einer sehr schönen, also man fährt so von der nächsten größeren Ortschaft vielleicht noch so eine Viertelstunde und ist dann zwischen Pferdegestüten und dann auch wirklich unberührtem Land. Florida ist ja sehr flach, überall Mangroven und so. Und da hat er einen riesigen Park wunderhübsch gemacht. Gibt's auch einen Streichelzoo und er hat mit offenbar selber mit angepackt. Aber wie gesagt, ist er Betonunternehmer, hat also auch das schwere Gerät, hat da Seen ausgehoben, da schwimmen Alligatoren drin, er rettet Schildkröten, die er da irgendwo macht, gibt's ein kleines Kino, ein Hurricane hat die große Wasserrutsche mal kaputt gemacht, aber er hat so eine Aufblaswasserrutsche wieder hingestellt, also so ein kleines Kinderparadies. Aber alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nur das Beiprogramm, denn worauf es wirklich ankommt, ist der Schießstand. Und das ist eben der Ort, wo er den Kindern die Verfassung beibringt oder beibringen lässt. Also Gun Safety, das ist ihm ganz wichtig, die ganzen Regeln. Und er sagt, es gäbe nichts Schöneres für ihn,
Also zu sehen, wie Kinder so vor dem ersten Schuss so einen Mordsrespekt vor der Waffe hätten, mhm, und dann aber nach ein paar Mal zielen und nachdem sie die Sicherheitsregeln gelernt haben, da wunderbar sind und niemand, kein Lehrer, sagte er dann so etwas verschwörerisch grinsend, kein Lehrer und keine Lehrerin könne diesen Kindern mehr verklickern, dass eine Waffe etwas Gefährliches sei. Diese Kinder wüssten es besser. Und für ihn ist das eben alles Kampf gegen die Tyrannei, weil er überzeugt davon ist, wenn die da oben die Möglichkeit haben, also diese Leute, diese Trump-Gegner, den Leuten die Waffen wegzunehmen, dann werden sie es machen. Und wenn die Leute nicht mehr bewaffnet sind, dann kann man ihnen alles vorsetzen, eben auch den großen Sozialismus, Kommunismus, in den er Amerika gerade versinken sieht. Das ist so grob die Denkrichtung, die hinter diesem wirklich schönen Park steht. Ja, in dem ja auch die Impfgegner und Maskengegner dann zusammengekommen sind. Ne? Also das klingt schon, boah, da wird einem richtig kalt. Das klingt wahnsinnig. Ist das jetzt einfach, würdest du sagen, wieder so ein Spinner, so eine Person, ein Spinner? Oder kann der auch wirklich Schaden anrichten? Das hört sich so ein bisschen an wie so eine Person. Es sind nicht nur Maskengegner und Impfgegner da zusammengetroffen. Es ist auch ein sehr bekannter Mensch dort aufgetaucht, den das auch alles gereizt hat zu hören. In dem Park, das ist Michael Flynn. Okay. Und so hat Vic Mellor Mike Flynn kennengelernt. Mike Flynn war der erste nationale Sicherheitsberater von Donald Trump, ist ein General, den Barack Obama entlassen hat als Chef eines Militärgeheimdienstes mal und der sich wahnsinnig radikalisiert hat. Der gehörte zu den lautesten Locker-up, sperrt sie ein, Schreiern, muss man schon sagen, im ersten Wahlkampf von Trump. Das richtete sich ja damals gegen Hillary Clinton. Er hat sich neben Putin fotografieren lassen und hat in einem Buch irgendwie Putin als großen Mitkämpfer gegen die islamische Gefahr, wie er sagt, gefunden und ist ein Hardcore-Verschwörungstheoretiker. Nationalsicherheitsberater war er, glaube ich, genau 23 Tage. Da musste er zurücktreten, weil er das FBI und den Vizepräsidenten belogen hatte über seine heimlichen Kontakte zu Russland. Also so ein bisschen eine Skandalperson, aber jemand, von dem Donald Trump, obwohl Mike Flynn sich also wirklich heftig radikalisiert hat, neulich erst wieder sagte, we'll bring him back, we'll bring him back. Also wo Donald Trump sagt, wenn ich Präsident werde, den holen wir wieder ins Weiße Haus. Ob er das dann tut, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat der Mann einen Draht zu Trump und Vic Mellor bewundert Flynn. Er sagt immer nur, the general. Und Vic Mellor, immerhin selbst Millionär, gibt also sein schickes, großes Auto. Er gibt sich als Chauffeur. Also wenn Flynn wohin möchte, fährt Vic ihn. Ah, so nah, okay. Ja, ja. Also ich habe ja gesagt, diese Praxis, die hat auch übrigens Vic Mellor finanziert. Ne? Also mit Tanya Paris zusammen. Das ist ein sehr großes, schickes, stattliches Gebäude. Es hat noch einen zweiten Eingang, der ist nicht beschriftet, aber da durfte ich auch reingehen. Und da ist das Podcast-Studio für Mike Flynn. Und das sieht eigentlich aus wie ein militärischer Kommandostab. Und da haben sie schon so Karten von Wahlkreisen in Amerika, wo sie sagen, wir haben unsere eigenen Informationen, wie da die Wahlergebnisse sind und wir werden das berechnen. Also da ist schon ein sehr, Vic Mellor sagt auch, ja, ja, er hätte da schon mit dem General und Trump auch schon an einem Tisch gesessen und so, aber ich bin dann nur der Chauffeur und also da wollte er dann nicht mehr drüber sagen. Aber insofern würde ich sagen, naja, ist das nur noch so ein Spinner? Vielleicht, aber es ist einer mit Geld und mit Connections zu dem Mann, der vielleicht auch nur ein Spinner ist, aber ganz gute Aussichten hat, wieder mal Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Insofern nehme ich das schon auch ernst, was da passiert. Ja, und ja auch einer, der mittlerweile schon selbst auch politisch sehr engagiert ist, bezieht ja ziemlich klar Stellung auch bei der letzten Wahl, oder? Ja, also unter politisch engagiert stellen sich unsere Hörer vielleicht was anderes vor. Also Vic Mellor war auch beim 6. Januar in Washington. Ist die einzige Stelle in unserem, ich habe wirklich einen halben Tag habe ich mit dem verbracht, wo er so ein bisschen kleinlaut wurde, weil er, glaube ich, keine Lust hat, im Gefängnis zu landen und sagte, noch hätte das FBI bei ihm nicht an die Tür geklopft. Also die Frage, ob er auch reingegangen ist oder nur davor stand, wollte er mir nicht beantworten. Aber er hat mir eine rührende Geschichte erzählt, wie diese Trump-Kundgebung, die damals ja am Anfang stand, also wir reden ja vom Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021, der allerletzte Versuch, den Wahlsieg von Biden noch einfach wegzuputschen. Und Mellor war dabei und sagt, er sei mit Frau und Sohn dahin gefahren, aber es wäre kalt gewesen, dann wollten sie sich das Kapitol angucken. Und simsalabim waren da noch andere Leute. January 6. Der 6. Januar. Einer der stolzesten Tage in meinem Leben. Okay, weil? Ich habe ziemlich coole Sachen gemacht. And I've done some cool shit.
Wie schaut denn so ein Vic Mallory jetzt auf die bevorstehende Wahl? Da hat er doch sicher auch eine Meinung. Ja, da hat er wohl eine Meinung. Es ist eigentlich nicht eine Meinung, sondern er hat eigentlich eine Glaskugel. Er gibt vor, ganz genau zu wissen, was jetzt als nächstes alles passieren wird. Und da kann einem schon so ein bisschen Angst und Bange werden. Aber vielleicht lassen wir ihn das selbst erzählen. This is how Vic Mallory sees what's gonna happen. So sieht Vic Mallory, was passieren wird. Denn die Chance ist null, dass Biden oder wer auch immer seinen Platz einnimmt, diese Wahl gewinnt. Null. Selbst wenn sie Stimmen klauen, wo sie nur können. Also wird etwas passieren. Irgendwo wird ein Weltkrieg ausbrechen, in den unser Militär verwickelt wird. Und dann wird es eine Art von... Ich meine zwischen jetzt und November. Ja. Ein großer amerikanischer... Ja, nach dem Sommer, wenn der ein bisschen näher kommt. Und der Krieg könnte im Sommer sein und dann wird es eine weitere Pandemie geben, okay? Es gibt bereits... Pandemie noch vor der Wahl. Auf jeden Fall vor den Wahlen. Und dann wird es ein wirklich schlimmes Ereignis oder mehrere schlimme Ereignisse auf unserem Boden geben. Und das ist der Zeitpunkt, an dem sie alles abriegeln werden. Mit Kriegsrecht und so. Wir werden Briefwahl machen müssen und das wird das amerikanische Volk nicht akzeptieren. Everything will be mail-in ballots, which the American people are not going to accept. Ja, und wenn man das so hört, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt schon hier ankündigen wollen, dass es nach der nächsten Wahl einen Bürgerkrieg geben wird. Es gibt sicherlich auch manches, was dagegen spricht, aber man fragt sich natürlich schon, mit dieser Erwartungshaltung sitzt da jemand und mit dieser Gewissheit, dass es alles so kommen wird, sitzt da jemand und absolut nicht empfänglich für Argumente, warum das vielleicht ein bisschen weit hergeholt sei. Und dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, ob er denn mit Gewalt rechnet. Und das hat er unumwunden sofort bejaht. Ja, er rechnet mit Gewalt. Und dann gab es eine kurze Pause. Und dann hat er gesagt, aber die Gewalt geht natürlich nicht von unserer Seite aus. Und das konnte er auch begründen. Wenn wir gewalttätig sein wollten, wären wir schon gewalttätig. Wir sind Besitzer. Wir besitzen all die Waffen, richtig? Wir sind die verrückten Waffenbesitzer. Aber trotzdem sind die Demokraten diejenigen, die überall auf alle schießen. Ja, Wahnsinn. Da waren ja sogar jetzt genau in dem O-Ton Schüsse zu hören. Ja, ehrlich gesagt, wenn ich den Podcast hören würde, würde ich denken, das haben die jetzt da reingeschnitten. Ja. Aber vielleicht verrät ja schon mein panisches Lachen, dass das nicht so ist. Man muss dazu sagen, dieser Park war eigentlich zu an dem Tag, wo ich da war. Also wir waren da eigentlich, ich dachte, die einzigen Menschen. Es kam dann raus, dass noch ein Gärtner da war, der da gerade sein Gewehr ausprobierte. Als zarte deutsche Seele hat mich das natürlich sofort etwas erschrocken und es schien auch, so unglaublich passend in dem Moment und gleichzeitig bestürzend. Aber Vic Mallory hat völlig einfach weitergeredet. Für den war das nichts Besonderes natürlich. Ja, und so bin ich dann schon wirklich mit diesem Eindruck da weggegangen. Hier sind schon Leute, die sich auf alles Mögliche vorbereiten. Wahnsinn. Du hast diese ganze Geschichte auch aufgeschrieben. Die hänge ich den Hörerinnen und Hörern natürlich in die Shownotes. Nun ist das ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt eigentlich. Ein Ort in Florida, eine Handvoll Leute, die du da besucht hast. Schon eine ziemlich verrückte Geschichte, aber eben nur eine. Zeigt uns das denn wirklich, was in Amerika gerade los ist? Kann man das so hochziehen? Naja, ich würde nie den Anspruch erheben, dass eine Geschichte alles zeigt, was in einem 350 Millionen Einwohnerland los ist. Und natürlich könnte man völlig diametrale Geschichten erzählen. Aber ich glaube auch nicht, dass das die kleine Spinnerei der Sorte ist, wie man sie seit Jahr und Tag in Europa sich so gerne leicht gruselnd von Amerika erzählt. Ich war eigentlich immer stolz drauf, da nicht so mitgemacht zu haben, nicht den verrücktesten Waffennerd oder so. Aber hier habe ich jemanden, der so redet, wie er redet und der tut, was er tut, der diese Energie, also der nichts mit Medizin oder sonst was zu tun hat, aber der einfach erkannt hat, was da für ein Drive hinter dieser, also bis heute noch ein Drive, der aus Pandemiezeiten ist, entsteht, der das merkt, die Realitätsverweigerung, dieses Abrutschen in Verschwörungen ist nun ganz definitiv, das zeigen uns ja auch alle Umfragen, etwas, was ein richtiges Massenphänomen geworden ist. Also ob ich jetzt glaube, dass die Regierung die Pandemie orchestriert hat oder dass in Ohio doppelt so viele Einwohner wieder leben, in Michigan für Joe Biden gestimmt haben. Diesen Glauben gibt es und insofern glaube ich schon,
dass diese Geschichte eine Geschichte erzählt, die man ernst nehmen muss. Dieses Krankenhaus ist, wie gesagt, auch keine kleine Klitsche. Also es passieren einfach Dinge und Dinge werden als New Normal hingenommen, wo man wirklich sagen würde, wie kann das nur sein? Grenzen werden verschoben, es ist Geld im Spiel, es sind Waffen im Spiel. Es ist in diesem Fall ein sehr direkter oder ein nur noch über einen Zwischenstopp, nämlich Mike Flynn gehenden Kontakt zu Donald Trump da. Und insofern habe ich nicht den Eindruck, hier eine irrelevante Geschichte erzählt zu haben. Aber es gibt natürlich große Kräfte des Guten in Amerika und ich bin auch danach keineswegs überzeugt davon, dass dieses Land irgendwie in Gewalt versinken wird. Aber es gibt sicherlich viele, viele, viele Grüppchen und Orte wie diesen, den ich da besucht habe. Und wenn einer was orchestrieren wollte, dann könnte er schon zurückgreifen. Es wird anders sein als vor 4 Jahren. Die Leute hatten mehr Zeit, sich zu organisieren. Sie haben vor 4 Jahren es nicht geschafft, ein Wahlergebnis umzudrehen. Hm. Wenn dieses Jahr wieder ein Wahlergebnis kommt, was ihnen nicht passt, muss ja nicht sein, vielleicht passt es ihnen ja, vielleicht gewinnt er ja ehrlich. Aber wenn nein, dann wird es schon mehr Leute an mehr Orten geben, die schon mal länger drüber nachgedacht haben, was man jetzt eigentlich dagegen unternehmen könnte. Und ich glaube, das müssen wir leider ernst nehmen. Und Trump befeuert das ja ganz gerne auch, ne? Ja, was soll man dazu noch sagen? Andreas, vielen Dank, eine sehr spannende Geschichte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du sie hier geteilt hast. Und wie gesagt, zum Lesen stecken wir es noch in die Shownotes. Vielen Dank. Genau, weil bei der FAZ wird auch noch gelesen. Aber immer gerne. Bis bald. Das war der heutige FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Einblick in die amerikanische Gesellschaft, mit einem Besuch bei den Menschen, die diesen Donald Trump, der da gerade in New York vor Gericht steht, verehren und bewundern. Komme, was wolle, so fühlt es sich zumindest an. Schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen dieser kleine Ausflug gefallen hat. Wir freuen uns über Feedback an podcast@faz.de. Morgen geht es hier um ein ganz anderes Thema. Kathi Schneider spricht in der Sendung über die Abnehmspritze, die seit Sommer in Deutschland zugelassen ist. Über die Vor- und Nachteile und die Frage, ob die Spritze künftig eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen sein sollte. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Ihnen fürs Zuhören, verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.